Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich das Video mit zu früh, zu spät für die Therapie, Zeitpunkt der Therapie fortsetzen möchte. Sehr abgerissen und damit ich nicht lang so herumlabere, dass ich es rauskriege, wieder um den Brei rumrede, gehe ich gleich weiter in die Simulation. Also, wenn ich hier sitze, bin ich in der Position der Klientin und wenn ich hier sitze, bin ich in der Position der Therapeutin, ist ein bisschen weit weg, aber du siehst alles, ne? Kannst ja auch nicht immer so dicht dran sein. Nee, ich mach's so. Wisst ihr was? Wenn ich hier sitze, bin ich Therapeutin, wenn ich hier sitze, Klientin. Alles klar, los geht's. Therapeutin. Ja. Sie haben gesagt, sie zweifeln daran, ob der Zeitpunkt passt für die Psychotherapie, ob sie nicht zu spät dran sind. Was genau meinen Sie damit? Darf ich so doof fragen? Weil ich kann es mir zwar schon denken, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, was Sie damit meinen, aber mich würde interessieren, was Sie jetzt so belastet oder so in Zweifel versetzt. Dann können wir ja darüber reden und das vielleicht gleich erstmal klären. Ne? Das wäre ja wichtig. Psychotherapie ist ja dazu da, Dinge auszusprechen zunächst mal. Das ist übrigens eine Methode in der Psychotherapie, dass Sie lernen, ja, ich sage jetzt lernen, weil sie das wahrscheinlich viel zu selten in ihrem Leben sich erlaubt haben, dass sie lernen und bewusst Dinge aussprechen, wo sie normalerweise eine Hemmschwelle haben, wo sie Angst haben, beurteilt, verurteilt, kritisiert, zurückgewiesen, gemobbt, was auch immer zu werden. Das sollen sie hier in diesem sicheren Rahmen der Psychotherapie quasi ausprobieren und tatsächlich lernen, eine neue Erfahrung zu machen. Und diese neuen Erfahrungen sollen dann letztendlich zu einer strukturellen Veränderung führen und Sie darin bestärken, schlichtweg, wie soll ich jetzt sagen, Sie selber zu sein. Jo, und dabei bin ich sozusagen Ihre Wegbegleiterin als Psychotherapeutin. Ich glaube, ich mache es jetzt eins zu eins, meine Lieben. Die imaginäre Klientin lassen wir mal außen vor, weil die wird jetzt nichts anderes sagen als: Ja, ich weiß nicht, bin ich nicht schon zu alt für Psychotherapie oder sind meine Verhaltensmuster nicht schon zu eingefahren? Kann man da überhaupt was ändern? Ich habe ja immer eine falsche Partnerwahl, eine toxische Partnerwahl getroffen. Warum sollte ich bloß, weil ich jetzt zu Ihnen in die Sitzungen, in die Psychotherapie gehe, plötzlich ein anderer Mensch sein? Wirst du denn ein anderer Mensch, wenn du in die Psychotherapie gehst? Nein, wirst du natürlich nicht, sollst du auch gar nicht. Du sollst ja selber bleiben, um Gottes Willen. Das wäre ja Brainwashing. Natürlich hat Psychotherapie mit Influencing, mit Einflussnahme zu tun, aber natürlich zu deinem Besten und nicht im Interesse des Psychotherapeuten, sondern in deinem Interesse, auch nicht im Interesse der Menschen, die mit dir zusammenleben oder es mit dir zu tun haben, obwohl, jetzt kommt's, die natürlich auch indirekt davon profitieren, wenn du mit dir selber gut kannst. Wenngleich viele das Gefühl haben, okay, jetzt geht sie in Psychotherapie, jetzt ist sie egoistisch, jetzt ist sie nicht mehr so für uns da, jetzt denkt sie zu viel nach, jetzt sagt sie Nein ohne schlechtes Gewissen, zunächst ja noch mit schlechtem Gewissen, denn auch das will trainiert sein. Weißt du, was ich meine? Natürlich findet ein Umbruch, ein Veränderungsprozess statt, wenn du in eine Psychotherapie gehst. Nun na, warum solltest du in eine Psychotherapie gehen, wenn alles so bleiben soll, wie es gerade ist? Und egal, und das ist die Message in diesem Video, die Grundbotschaft, egal, wie alt oder jung du bist, welche Nationalität du hast, ob du geimpft oder ungeimpft bist, du bist in einer Psychotherapie immer willkommen und immer am Platze. Und mach dir keine Vorwürfe, wenn du das Gefühl hast, der Leidensdruck ist ja nicht groß genug, das ist Jammern auf höchstem Niveau, ich habe Prüfungsangst, da kann ich doch nicht in eine Therapie gehen oder ich habe Probleme mit meiner vorigen Therapeutin, habe Misstrauen, da kann ich doch nicht noch eine Therapeutin hinzuziehen oder ich habe ein Selbstbewusstsein, ein Selbstwertgefühlsproblem im Sinne von, ich wohne in einer WG und da werde ich von einem immer runtergemacht, von einer WG-Kollegin oder Kollegen und getraue mich nicht, den Mund aufzumachen. Ist das denn überhaupt ein Grund, in Psychotherapie zu gehen? Ja, das ist genauso ein Grund, in Psychotherapie zu gehen, wie zum Beispiel im Falle einer wirklich schweren psychiatrischen Erkrankung, einer schwerwiegenden, denn das sollte ich ja nicht abwerten, wenn du davon betroffen bist oder jemand kennt, der davon betroffen ist, wie bei einer Schizophrenie, wenn man zum Beispiel halluziniert und Stimmen hört.
Das ist auch ein Grund, in Psychotherapie zu gehen. Aber da sollte man dann natürlich auch einen Facharzt für Psychiatrie und Neurologie hinzuziehen, wenn psychotische Symptome, produktive Symptome, sagen wir auch in der Psychotherapiesprache dazu, Platz greifen und stattfinden. Also wenn es eben produktive Symptome gibt, wie zum Beispiel Halluzinationen. Es kann auch eine Haschisch-Psychose sein, es kann alles möglich sein. Weißt du, erstmal gilt es in der Psychotherapie, klar Schiff zu machen. In der ersten Sitzung wird das noch nicht gehen. Drum bitte bewerte die allererste Sitzung nicht über und mach dir nicht so mega Druck wie diese Dame in der Simulation, die ich heute gemacht habe, Teil 1 noch in der Stadt. Und jetzt bin ich auf dem Land, wie du vielleicht schon an dem Ambiente hier bemerkt hast. Mein alle Jahre wieder Grenzlein. Nein, sind keine 4 Kerzen drauf. Also, weißt du, was ich meine? Es soll nicht so sein, dass du dir so einen Druck machen musst. Und wenn du ihn dir trotzdem machst, weil genau das dein Beziehungsmuster ist, weil du dir in jeder Beziehung, und ich betone, in jeder Beziehung, soll heißen, in der Beziehung zur Arbeit, in der Beziehung zum Leben an sich, in der Beziehung zur Gesellschaft, in der Beziehung zur Impffrage, in der Beziehung zu deinen Mitmenschen, in der Beziehung zu deinen Eltern, in der Beziehung zu deinen Kindern, Enkelkindern, wenn du welche hast, in der Beziehung zu dir selber Stress machst. Wenn du so ein Mensch bist, der immer so perfektionistisch im Kopf hat, so und so müsste es jetzt sein, und dann hast du dieses Gefühl, versagt zu haben, wenn es anders kommt. Wenn du so ein Mensch bist, dann ist das auch ein Grund, in Psychotherapie zu gehen. Was sollst du dann der Therapeutin sagen? Sag ihr genau so, wie es ist. Sag ihr einfach, es geht mir schlecht mit mir selber, weil ich ticke so und so. Weil